Aloha und weiter im Text mit Bioshock 2. Wir haben jetzt gerade eben wieder ein bisschen Adam gesammelt und ich werde auch gleich mal an die an den Eve's Garden gehen. Gatherer's Garden, nicht Eve's Garden, aber ihr wisst, was ich meine. So, hier lag ja noch ein Verbandskasten, den möchte ich natürlich haben. Hicks. Und, oh, dich repariere ich mal eben schnell. Weil ich jetzt wahrscheinlich ein Eve-Upgrade kaufen kann und dann lädt sich das hoffentlich sowieso wieder auf. Vorher schaue ich mir natürlich noch die ganzen Sachen hier an. Was war das gerade? Oh, ich habe Geld gekriegt. Ich habe richtig viel Geld gekriegt. Wow. Und die Fallniete brauchte ich nicht. Jetzt habe ich ein... Oh. Casey! Wenn du mir nicht in den Weg... Ah, da oben ist die nächste Adam-Leiche. Sehr schön. Das ging ja schnell. So, dann haben wir hier noch ein bisschen was. Schrotflinte und eine Eve-Spritze. Oh. Krams und Granaten und Granaten und Granaten. Sehr schön. Was passiert, wenn ich auf den Knopf drücke? Nee, Moment. Erstmal hacken. Ich weiß nicht, es bringt jetzt vielleicht nicht mehr so viel, dass ich ihn jetzt hacke. Aber Verbandskasten ist Verbandskasten. Und da gehe ich ran. Da ist noch ein Verbandskasten. Ja, da gehe ich ran, wenn ich hier fertig bin. Oh Gott, hier gibt es so viel Kram. So, Nieten. Okay, was haben wir geschenkt bekommen? Phosphor-Schrot können wir brauchen. Also weiter so, du Amateur. Dauert nicht mehr lang, dann hast du's verpfuscht. Hm? Was habe ich verpfuscht? Gar nichts verpfuscht. So. Gesundheits-Upgrade und Eve-Upgrade. Sehr schön. Abfackeln 3, Winterblast 3. Oh mein Gott. Friere Mehl mit einem anderen Eiswürfelangriff ein, zerschmettere sie dann. Mhm. Werde dank der Kraft des Elektrostoms zum Hängen. Ja, hypnotisieren will ich nicht. Cyclone Trap. Insektenschwarm 3. Schwarmbombe. Meins. Verwandle gefallene Gegner in tödliche Fallen. Jetzt bauen deine Bienen Nester in den Körpern deiner Gegner und werden so zu durch Kontakt auslösenden Schwarmbomben. Züchten sie noch bessere Insekten. Schwärme verstecken sich in toten Gegnern und warten auf weitere Beute. Yay. Yeah. Das ist gut. Ich liebe die Bienen. So. Gut, dann möchte ich jetzt noch einen Plasmid-Slot, wo ich erstmal Telekinese reinpacke. Ja, ja, das wissen wir ja. Wissen wir. Und ja, mehr kann ich jetzt gerade nicht machen. Was haben wir denn sonst noch so? Ja, Maschinencracker, Kurzschluss, extra Nahrung. Headhunter. Sicherheitslücke, wandeln das Inferno, kennen wir alles. Kennen wir alles. Okay. So. Das sah ja schon mal cool aus. Dann holen wir uns jetzt... Casey, möchtest du mir vielleicht etwas sagen? Toll, ich kann sie... Ah, okay. Gut. Ich dachte schon, sie kommt nicht mehr hoch. So, und dann hole ich mir jetzt das Plasmid dort vorne. Kann ich dich denn holen? Natürlich nicht. Es war unnütz. Yay, aber... Haben wir hier irgendwo eine Genbank? Dann würde ich nämlich austauschen wollen. Ich gehe mal erst zu den Toiletten. Oh, was ist hier noch? Oh Gott. Hallo? Hallo? Fischies? Hier muss ich bestimmt irgendwann hin. Lass doch meinen armen Bot in Ruhe, du Affe. Was war denn das gerade? Ja. So. Was gibt's hier? Gar nichts. Cool. Ich wollte schon immer nichts haben.
Aber wahrscheinlich müssen wir hier irgendwann hin und dann ist der Weg auch offen. So. Oh nee. Hier ist schon wieder eine abgeschlossene Toilette. Da ist doch bestimmt jemand drin. Ja, da ist 100 pro jemand drin. Hm. Oh, ich hasse es. Hi, lass mich mal durch. Lass mich mal durch. Ah ja, Herzchen, ich hab dich ja noch auf dem Rücken. Ich lasse das überhaupt nicht los. Du sitzt auf meinem Rücken, ganz freiwillig. So. Können sich erstmal meine... Moment, ich mach mal die Speere an. Die Harpune, meine ich. Denn... Bleib doch mal stehen. Hallo, komm doch mal zurück. Ah, da ist eine Dings. Ist das ein Trollface, das die da hatte? Was zur Hölle? So. Niemand tut deinem Daddy weh. Natürlich nicht. So. Dann möchte ich hier erstmal austauschen. Und zwar Plasmide. Und dann möchte ich das austauschen durch... Warum habe ich hypnotisieren? Cyclone Trap. So. Stelle ich mir ziemlich cool vor, dass ich so Fallen aufstellen kann und nicht mehr auf den ganzen anderen Kram angewiesen bin. Und die Fallenspeere muss ich unbedingt mal ausprobieren. Mal benutzen. So. Ich wollte allerdings erstmal... So. So, dich wollte ich erstmal hacken. So. Genau so. Und hier kommt keiner raus. Sehr schön. Und dann... Hallo? Das war so klar. Das war vielleicht ein bisschen blöd. Wo bist du denn? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Ist sie da oben irgendwo? Ach, da. So, wo möchtest du jetzt auftauchen? Nee. Aha, ist ja eine interessante Geschichte. Wo bist du denn? Ich hätte ja gern gegen dich gekämpft, aber ich sehe nicht, wo du bist. Hm. Ich glaube, die ist verbuggt. Die taucht überall und nirgends auf. Da will ich noch nicht rein. Aha. Da bist du. Was ist denn? Hm. Da. Wo sind wir nicht? So, meine Bots haben es erledigt. Okay. Das war ja jetzt skurril. Warum lag die übrigens auf der Herrentoilette? Kann mir das mal jemand erklären? Wahrscheinlich nicht so. Ach Gott, überall Verbandskästen und ich brauche sie im Moment ehrlich nicht. Das ist irgendwie cool. So, den Speer kann ich wieder mitnehmen. Okay, es lockt. Schade. Na gut, aber merken wir uns, merke ich mir wahrscheinlich sowieso nicht, dass hier ganz viele Sachen liegen. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Die Bots kämpfen gegen den... Nee, nee, nee. Die Bots kämpfen gegen diese Maschine da unten. Das ist nicht gut. Ich hätte ihn vorher einfrieren sollen. Egal. So, hört auf.
Habt euch lieb. So. Okay, aber wir haben ja unten noch so viele Bots rumliegen, die hoffentlich immer noch da liegen. Ich habe die zwar jetzt alle gelootet, aber ich hoffe, dass ich sie trotzdem hacken kann. Das heißt wohl nein. Natürlich sind alle Bots weg, die ich hacken wollte, ne? Alle. So, dann einmal. Hallo? So, danke. Wow. Okay, dann schauen wir mal nach den Fallensperren und machen hier jetzt mal ein bisschen Randale, während wir uns dieses Ding hier anhören. Nein, nein, nein. Nein, nein. Ich bin müde. Du bist noch nicht müde. Schätzchen. Hier spricht Eleanor Lamb. Viele Jahre sind vergangen seit meiner letzten Aufzeichnung. Mutter hat einen Weg gefunden, mich psychisch wiederherzustellen. Aber sie kann dieses Ding nicht aus meinem Körper entfernen. Wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich ein Monster. Ich kann mich nur an sehr wenig erinnern, nur an ein künstliches Gefühl von Frieden und eine zwanghafte Gier nach Adam. Dr. Alexander versucht mir zu helfen. Er ist für meinen Zustand mitverantwortlich, aber er möchte ihn verbessern. Jo, sehr gut. Antipersonenkugeln, okay. So, ich hoffe, meine Bots fliegen da jetzt nicht durch. Das wäre nämlich sehr dumm. Ist der Bot durchgeflogen? Ich vermute mal schon. Au. Mist. Also irgendwie habe ich das noch nicht so raus. Gut, dann werde ich jetzt erstmal. So. Geht das? Jo, das geht. Jep, 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 jep. Dann haben wir da die Fallennieten, von denen wir noch ein paar platzieren. Nee, das platzieren wir mal nicht da. So und so. Na, die ist dumm, aber egal. So. So. Und Moment, dann möchte ich noch Cyclone Trap benutzen. Und da kommt noch eine Falle hin. Und da unten. So, dann wollen wir mal Adam sammeln. Ich. So. Und wir... Oh, da kommt gleich ein... Wow, das ging schnell. Brauchst du etwas Ruhe und Frieden, dann verwende natürliche Tarnung und hör einfach auf, dich zu bewegen. Schon wirst du unsichtbar. Denk daran, nicht zu sehen heißt zu glauben. Kann man sich mal merken... Ne, machen wir mal hier statt Jungbrunnen. Da hat es gerade meinen Bot zerlegt, kann das sein? Oh, die Forschung ist abgeschlossen. Das ist doch mal schön. So. Ja, ich habe festgestellt, die... Was wollte ich gerade sagen? Ich weiß es nicht mehr. Ach so, die Dings hier. Die Fallensperre sind ein großer Nachteil, wenn man Bots hat. So. Das glaube ich dir nicht. So, mein Spatz ist fertig, hat sie gesagt. Dann heben wir dich erstmal auf. Du
begleitest mich immer vor den... Ja, ja, ich bin ein toller Daddy, ich weiß. Dann möchte ich jetzt einmal die... Das war jetzt zwar total overpowered, was ich gerade gemacht habe, aber ich hätte gerne diese Splitter... Nee. Ah, das ist eine Kontaktmine. Scheiße. Oh, oh, was war das? Huh? Ach so. Ich glaube, ich muss gleich niesen. So. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part von BioShock 2 wieder. Au revoir.